verstanden, da ist nämlich begonnen, als in den 90er Jahren manche große Investmentbanken gesagt haben, wir sind die neue Finanzindustrie, wir haben eigene Finanzprodukte, wir haben Derivate, wir stellen das alles neu zusammen, wir haben eigene Produktqualität, nämlich die Ratingagenturen und die vergeben AAA oder vergeben es nicht. Darf ich das sagen? Alles Quatsch. Die Finanzindustrie ist keine eigene Industrie und der Handel mit Derivaten oder Aktien kann in begrenztem Umfang stattfinden, aber nur in begrenzten, soweit er risikomäßig überschaubar ist. Und das, was die Ratingagenturen an Bewertung bringen, sieht man, wenn man das länger verfolgt. Sie haben die ABS-Papiere mit AAA bewertet und als sie herausgestellt haben, dass die nicht gut sind, haben sie es mit einem Status bewertet. Auf diese Art von Ratingagenturen kann man verzichten. Die sind für die Katz. Da macht jede Bank das eigene Rating besser als mit diesen Agenturen. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die sehr politisch arbeiten. Sie raten die Staaten in Europa immer dann runter, wenn es um Diskussionen um die Rettungsschirme geht, damit da mehr Geld hineinkommt. Und das ist auch Manipulation. Denn eines muss man auch wissen, die USA sind stärker verschuldet als ganz Europa. Und die Ratingagenturen behandeln aber Europa erheblich schärfer als die USA. In meinen Augen, wenn manche sagen, ja, wir brauchen eine europäische Ratingagentur. Schön, wenn man da das bitte aufgebaut ist. Das dauert lang. Warum brauchen wir sie? Es können nur zwei Gründe geben. Wenn die nach denselben Regularien arbeiten, wie die jetzigen Ratingagenturen, können sie eigentlich nicht zu anderen Ergebnissen kommen. Wenn sie aber zu anderen Ergebnissen, wenn andere Ergebnisse erwartet werden, dann muss man ja wohl die Meinung haben, dass die Ratingagenturen jetzt, na, sag ich es einmal bayerisch, schlichtweg scheißen. Nicht der Betrieb ist sozial, der immer so wirtschaftet, wie er immer gewirtschaftet hat. Weil der ist irgendwann ein Sanierungsfall und dann ist er weg.